Etwas gemächlicher, dafür umso stilvoller erscheint Slalomass Marc Diekgruber zu seinem Empfang in seiner Wahlheimat Frankenfels. Mit insgesamt 179 Punkten in der Disziplinwertung sowie 3 Platzierungen unter den besten 10 ist der gebürtige Mitterbacher in die absolute Weltspitze vorgedrungen. Liebst du auch Privat-Oldtimer? Ja, es sind schon schöne Autos. Ich habe jetzt selber keinen so einen Oldtimer, aber das war natürlich schon cool, dass man so ein schönes rotes Taxi abgeholt hat. Nicht nur abgeholt, sondern mitten hineinchauffiert in eine Vielzahl an Fans, Bekannten und Sponsoren. Ja, es ist super einfach, was er hat, diese Saison geleistet hat und wir sind so stolz auf ihn. Das gibt es sich gar nicht vorstellen. Richtig, wir sind sehr stolz auf ihn und bedanken uns bei allen, die ihn ein ganzes Jahr tatkräftigst unterstützt haben. Dass es heuer natürlich so gelaufen ist, dass er so oft in die Top 30 drinnen ist und auch dreimal in die Top 10 und Platz 5 hat, ist natürlich für uns immer wieder, wenn man es im Fernsehen sieht und das eigene Logo dann im Fernsehen mitfährt, macht dann natürlich stolz. Und wenn man weiß, dass man da mitgearbeitet hat, ist das eine traumhafte Sache. Wir unterstützen ihn jetzt finanziell, das ist jetzt die dritte Saison jetzt, und wie wir damals angefangen haben, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das wird was. Und er wird es echt schaffen. Und es war ein Bauchgefühl einfach und es ist tatsächlich so gekommen. Besonders gern erinnere ich mich an eine Begegnung mit dem Marc beim Mountainbike-Fahren. Wir fahren ja immer von Mariazell nach Kirchberg, Mariazeller Bahn rein, über die Berge raus. Und am Eibeck gibt es immer Rost. Und da ist der Marc aufgekommen und wir haben einfach ein bisschen geplaudert, geredet. Da war er noch nicht so berühmt, ne? Aber auch schon ein großartiger Sportler. Dass es im Weltcup ausgerechnet diesmal so gut gelaufen ist, sieht Diekgruber im Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Erstens einmal bin ich auf eine super Skimarke umgestiegen, die was mich unterstützt hat, wo es noch gegangen ist. Atomic, danke. Dann bin ich gesund geblieben, ich habe keine Wehwehchen gehabt. Der nächste Punkt ist natürlich das Zuhause, die Liebe, Freundin. Das muss auch passen, die muss auch mitspielen, damit man da mit freien Gedanken zu den Rennen anreisen kann. Sommervorbereitung ist gewaltig gelaufen, konditionell, glaube ich, war ich noch nie so gut drauf wie heuer. Ich glaube, dass ich auch im Kopf gesehen habe, am Anfang vor der Saison, dass ich wirklich ganz vorne mitfahren kann. Zu all dem kommt noch der Fanclub, der sein Idol in unterschiedlichster Art und Weise unterstützt. Wir trainieren die Steigerungsphase der Konzentration, die Koordination, ja, und auch die Aufmerksamkeitstraining, ja, die Bereitschaft dazu, aufmerksam zu sein. Alles, was möglich ist zum Fahren, sei es diese Österreich-Rennen und Zagreb und Gran Scagora und auch Rennen aus der Schweiz, da schauen wir schon, dass wir immer einen Bus organisieren, dass möglichst viele Fans und Freunde vor Ort sind, weil ich glaube, das ist oft voll schön, wenn dann auch noch quasi so der 12. Mann wie am Fußball halt dabei ist. Mit dem Erfolg des vergangenen Winters steigen naturgemäß auch die Erwartungen für die kommenden Aufgaben. Naja, dass er wieder so wie heuer fährt und vielleicht geht es auch Schokolade los. Bei mir, dass er wieder gut wird, dass er am ersten Flohzeug kommt. An den anschließen, wo ich heuer aufgehört habe. Das heißt, konstant Weltcup-Punkte machen, konstant unter die Top 10 fahren. Das eine oder andere Mal möchte ich natürlich schon am Stockerl stehen. Und für die Weltmeisterschaft, erstens einmal möchte ich dabei sein bei der WM. Zweitens, wenn man da dabei ist, zählt natürlich nur die Medaille. Und das ist dann das ganz große Ziel von der Saison. Dass Marc Diekgruber dieses Ziel erreicht, dafür drückt wohl ganz Frankenfels wieder fest die Daumen. Und ein Empfang wie dieser wäre dann wohl eine Selbstverständlichkeit.